Apfelbaum, Badewanne, Feldweg. Wenn es um Innovationen geht, scheint es tatsächlich wichtig zu sein, in welcher Umgebung man ist. So hat anscheinend Isaac Newton den entscheidenden Impuls zur Gravitationslehre bekommen, als er unterm Apfelbaum saß. Archimedes hat das Gesetz des Auftriebs in der Badewanne erkannt. Und Georges de Mestral, das ist der Erfinder des Klettverschlusses, hat seine Erfindung tatsächlich als Impuls bekommen, als er mit seinem Hund spazieren war und sich lauter kleine Spitzkletten im Fell seines Hundes verankert haben. Wer jetzt sagt, ja super, klasse, ich wohne in Berlin-Mitte, wo soll ich jetzt in einen Apfelbaum kommen oder ich habe auch keine Badewanne zu Hause, muss ich jetzt unkreativ sein? Nein, es geht auch anders, denn man kann ja duschen. Ja? Das ist so ein bisschen das Klischee, wenn man gute Ideen hat, muss man duschen gehen. Tatsächlich haben sich Wissenschaftler gefragt, ist das so? Und haben mal eine Studie gemacht und tatsächlich haben 72% der Studienteilnehmenden gesagt, ja, meine kreativsten Ideen habe ich unter der Dusche. Ob wir in Deutschland schlichtweg zu wenig Feldwege, Apfelbäume, Badewannen haben oder vielleicht zu wenig duschen gehen oder einfach so im Dornröschenschlaf sind, das weiß ich nicht, wird aber gleich hier diskutiert auf der Bühne und ich freue mich wahnsinnig auf dieses Panel und vor allem auf unsere Gäste, nämlich Nina Meyer, Miriam Wohlfahrt und Caro Gabor, moderiert von Kevin Hackel. Freie Platzwahl für euch. Hi. Hi. Dann setze ich mich einfach mal aufs Sofa. Ja, hallo. Schön, dass ihr heute bei uns Platz nehmt in unserem bisschen öffentlichen Wohnzimmer. Sarah hat es gerade anmoderiert. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema Aufsicht gekommen, was ja, glaube ich, auch ein sehr essentieller Bestandteil, das wisst ihr alle besser als ich, des Innovationsstandorts ist. Und um jetzt vielleicht so eine zweite sehr, sehr große Debatte aufzumachen, so ein bisschen auf einer Makroebene, wo stehen wir gerade in Europa? Also man liest ja und hört ja wenig Positives und deswegen finde ich es total toll, Miriam mit dir irgendwie als Serial Founder da zu sitzen, ein bisschen zu reflektieren. Ich glaube, wenige können das so gut beurteilen wie du über die letzten Jahre. Und Caro, Nina mit euch beiden sozusagen auch in einer Investorenrolle, so ein bisschen auf einer anderen Ebene sitzend und Fintech-Erfahrung natürlich. Ich möchte gar nicht lang und breit und quer jetzt um ein Thema herumreden, sondern ziemlich reingehen. Downward Rounds, Abwärtstrends, wir sehen das, wie sich echt von Riesen-Fintechs, europäische und US-Fintechs, Bewertungen nicht nur halbiert, sondern teilweise um zwei Drittel weniger sind, wie es damals war. Vielleicht aus Fintech-Perspektive, Miriam, um mit dir zu starten. Spürst du diese härteren Zeiten auch gerade? Kannst du ein bisschen was erzählen aus deiner Position als Founderin, die ja auch schauen muss, dass der Laden weiterläuft, dass Geld reinkommt, auch mit einem sehr gesunden Geschäftsmodell, genau. Hm. Ja, die Zeiten sind schon ganz anders als früher. Also ich habe ja die Fintech-Welt auch von Anfang an eigentlich begleitet. Und am Anfang war es komplizierter, sag mal, wenn man so in die Jahre zurückblickt, 2009, als wir mit RatePay gestartet haben, da war es eigentlich genauso schwierig wie jetzt. Damals gab es auch kein Geld, es war ganz schwer, Geld zu bekommen und man musste sehr, sehr, sehr dem Geld hinterherlaufen und sehr, sehr viele, ich sag jetzt mal, Pfade aufzeigen, wie man denn mal mit dem Fintech Geld verdient. Ich glaube, die Zeiten haben wir heute wieder. Also das war zwischendurch mal anders. Ich glaube, wir hatten Jahre, wenn man so guckt, die Jahre wahrscheinlich, ich glaube, das beste Jahr war 21 oder so. Mhm. Ich glaube, es gab Jahre, da konnte man mit einer Idee schon Geld bekommen, ohne dass man wirklich irgendwie sagen konnte, wie es denn eigentlich aussehen soll, wie kann man das Ganze langfristig profitabel bekommen. Und es war eben sehr, sehr einfach, Geld zu bekommen. Ist das richtig? Ich weiß es nicht. Also ich glaube schon, dass man eben, was man ja gesehen hat in den letzten Jahren, und deshalb ist jetzt vielleicht auch der Fall so tief, weil die Bewertungen so extrem hoch waren. Wir haben ja Bewertungen gesehen, da habe ich auch manchmal gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Es kann doch gar nicht irgendwie ein Unternehmen kann gar nicht so viel wert sein, dass es eben da diesen Buchwert hat. Und wie soll das denn langfristig funktionieren? Wie soll ein Unternehmen denn so viel Geld jemals verdienen, dass es das auch wert sein kann? Ja. Und ich glaube, was wir jetzt eben sehen, ist eine krasse Korrektur hin zu einer realistischen Betrachtung. Mhm. Und ich glaube, wir müssen nur aufpassen, dass wir
wir neigen dann dazu, so ein bisschen in so eine Starre zu verfallen, ja, weil die Zeiten sind schlecht, wir haben alle Krisen und jetzt ist so das Geld auch noch knapp. Das Geld ist eigentlich nicht knapp, es ist nur, es wird gerade nicht ausgegeben. Man sieht ja extreme, ich sage jetzt mal Veränderungen jetzt zum Vorjahr. Ich glaube jetzt, ich hatte bei Sifted so einen Artikel gelesen, gestern 83% weniger Investments dieses Jahr in Fintech in dem ersten Quartal im Vergleich zu letztem Jahr. Ich meine, das ist eine Wahnsinnszahl und das spürt man natürlich in der Branche sehr stark. Ich finde das sehr schwierig auch natürlich aus Sicht eines Fintechs. Wir sind sehr gut gestartet, auch 2021 mit einer hervorragenden Bewertung, mit einem, ich sag mal, relativ, es ging sehr, sehr schnell und einfach, auch eine Seed-Finanzierung zu bekommen. Und wir merken natürlich auch jetzt, dass es deutlich schwieriger wird, jetzt die nächsten Stufen zu erreichen. Trotz, dass wir zeigen können, dass wir ein tolles Geschäftsmodell haben, es ist am Wachsen, wir gewinnen tolle Kunden und es ist gerade sehr schwer. Und deshalb denke ich, man muss man auch dazu aufrufen, dass man aufhört, in dieser Schockstarre zu verharren und auch weiter Geld auszugeben. Nicht, dass wir in Deutschland hier irgendwo so abfallen, das finde ich nicht gut. Ja. Absolut, nämlich du hast großartige Punkte aufgebracht, wo wir jetzt gleich, glaube ich, jeweils Stück für Stück ein bisschen tiefer reinbauen. Ich habe nur eine Bitte an unsere Gäste. Es gibt nichts Schöneres für uns, wenn ihr euch bei uns gut unterhält und eine gute Zeit habt. Aber ich würde euch tatsächlich bitten, wenn ihr zuhören wollt, kommt gerne zu uns nach vorne oder Käffchen bitte draußen, dass sich jeder gut konzentrieren kann. Vielen Dank. Genau, 2021, du hast es angesprochen, irgendwie eine irre Zeit, jetzt vielleicht auch eine irre Zeit in einem anderen Kontext. Caro, ich würde direkt dich gerne reinholen. Ist es vielleicht auch legitim zu sagen, so schwierig es vielleicht gerade ist, es trennt sich irgendwie auch einfach die Spreu vom Weizen und ist es irgendwo, ohne das jetzt benutzen zu wollen, auch gut? Gibt es irgendwas Positives dran? Es gibt ja immer was Positives. Na klar, also ich würde sagen, typischerweise haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass die Korrektur an den Private Markets so 4 Quartale nach den Public Market Dip kommt. Da sind wir genau jetzt, ne? Also Russland ist die Ukraine einmarschiert, Q2. Und jetzt haben wir es voll abgekriegt. 80% gingen die Fintech-Runden runter. In 2021 gab es in der Spitze, glaube ich, pro Quartal 40 neue Fintech-Unicorns. Pro Quartal in der Spitze. Dieses Jahr erst 2 überhaupt. Also Wahnsinn, was das für ein Unterschied ist. Das heißt, wir haben jetzt wir spüren eine Überkorrektur fast. Es gibt viele Unternehmen, die Downrounds hinnehmen mussten, obwohl sie sehr solide, stabile Geschäftsmodelle hatten. So ein bisschen das Lemminge-Verhalten. Ich glaube auch, dass natürlich so eine Silicon Valley Bank-Pleite nicht geholfen hat für alle Player, die jetzt mit Banklizenz rumlaufen und Finanzierungsrunden brauchen, weil das dann die Investoren gerne in diesen späteren Phasen alles sozusagen in eine Kategorie packen und auch nicht mehr differenzieren. So, aber ich glaube, was gut ist, neben, sagen wir mal, dem verrückten Investorenverhalten, was ich ganz bald wieder korrigieren, weil die Fonds sind voll. Das, was geraced wurde in den letzten Jahren an Fondsvolumen, das muss wieder deployed werden, das wird ganz sicher deployed. Und ich wette mit dir, nächstes Jahr sitzen wir hier und sagen, Mensch, wie viel Prozent sind wir wieder hoch? Ja? Also das passiert in jedem Fall. Die Frage ist natürlich, welche Geschäftsmodelle haben überhaupt jetzt noch eine Chance, zu einem Unicorn zu werden, große Runden zu machen? Ne? Ich habe in dem Artikel, ich habe den gleichen gelesen, gute Quelle, Sifted sozusagen, wie hat sich das Fintech-Investitorenverhalten verändert? Gab es nur 2 Megarunden in diesem Jahr, also über 100 Millionen Finanzierungsvolumen. Heißt also, es ist unheimlich schwer, in dieser Phase, ich sag mal, späte Series A bis Series D unterwegs zu sein und große Runden zu raisen. Das ist aktuell super schwer. Auf der anderen Seite sehe ich schon aber auch, dass die Geschäftsmodelle, die jetzt eine Profitabilität erreicht haben oder kurz davor sind, eine Profitabilität zu erreichen, sehr gute Chancen haben, eine Runde zu machen, auch gar nicht auf so einer schlechten Bewertung, weil sich plötzlich auch andere Investoren für diese Unternehmen interessieren. Also es gibt eine Menge von den Private Equity Häusern, die jetzt Growth Fonds gemacht haben und die genau auch das Problem haben, Kapital zu deployen und da rein wollen. Da hast du vielleicht noch den besseren Blick darauf. Das heißt, Geschäftsmodelle, die nachhaltig funktionieren, werden immer Investoren finden. Mhm. Und das, was man aktuell im Markt sieht an neuen Geschäftsmodellen, ist auch total spannend. Die Qualität der GründerInnen-Teams ist aus meiner Sicht besser geworden.
Weil die Leute, die jetzt gründen und jetzt von einem Geschäftsmodell überzeugt sind, die meinen das schon brutal ernst. Weil es ist einfach sauschwer und sauhart. Es ist nicht mehr so leicht wie 21. Und die sind auch bereit, zu einer, ich sag mal, geringeren Bewertung das erste Geld einzusammeln und schaffen dann auch mit weniger Finanzierungsvolumen schneller ihre Meilensteine. Und das ist, glaube ich, für alle Beteiligten eine sehr gesunde Korrektur am Markt. Sehr spannender Punkt. Nina, du setzt schon an, wir wollen dich auch reinholen. Ich meine, ihr habt ja einen Wahnsinns-Track-Record auch in Fintechs, in die ihr investiert habt. Also das sind ja Success-Stories, von denen einige heute im Verlauf des Tages hier noch sprechen oder schon gesprochen haben. Ich habe oft so das Gefühl, die Pipeline ist voll. Und jetzt ist so die Frage, habt ihr auch irgendwie so eine gewisse systemische Verantwortung, auch zu investieren? Oder sozusagen gibt es noch immer, wenn du uns abholen kannst, vielleicht noch... das, was Caro gerade geschildert hat, gibt es vielleicht noch nicht die Bereitschaft, vielleicht für zu weniger guten Konditionen zu raisen. Hol uns mal ein bisschen ab von deinem Alltag und wie er sich vielleicht zum letzten Jahr geändert hat. Ja, nee, klar. Also ich glaube, das ist ein wahnsinnig guter Punkt, den du ansprichst, dass man erstmal unterscheiden muss zwischen Early Stage, in dem wir aktiv sind mit Early Bird, also im Frühphasenbereich bis zur Series A, und dann wirklich der Growth-Bereich, in dem es deutlich schwieriger geworden ist. Und das ist, glaube ich, auch bedingt durch US-Investoren oder internationale Investoren, die sich in 2021 sehr stark auf Europa gestürzt haben, eingeflogen sind, innerhalb von kürzester Zeit sehr viel Kapital deployed haben und die jetzt sich so mehr auf ihre Heimatmärkte auch fokussieren, also natürlich mit Ausnahmen. Und im Early-Stage-Bereich, wie du sagst, gibt es ja eigentlich enorm viele Funds in Europa schon und die haben auch alle volle Taschen, also viel Dry Powder, wie man sozusagen sagt. Und da wird auch weiter investiert. Also wir sind sehr aktiv und glauben eben auch, dass es so natürliche Zyklen sind und jetzt eigentlich ein sehr, sehr guter Zeitpunkt ist, in der frühen Phase zu investieren, wie Caro schon sagt, weil eben die Startups viel mehr auf nachhaltige Modelle setzen, viel mehr auf ihre Burn achten und eben auch bessere Teams teilweise draußen sind. Also ich glaube, in der frühen Phase muss man wirklich gar nicht so ein schwarzes Bild malen. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, sind da auch die Bewertungen nicht so stark runtergekommen. Vielleicht sind die Rundengrößen etwas geringer, aber da würde ich sagen, ist noch viel Aktivität. Und das ist auch gut so, weil sich wahrscheinlich, wenn es dann bei den Startups zum Exit kommt, sich die Märkte schon wieder erholt haben. Das heißt, ihr investiert weiterhin und würdet auch jedem raten, jetzt auch zu gründen, vor allem in der Frühphase. Ja, also auch wenn man sich die letzten Krisen anschaut, da sind immer die besten Unternehmen entstanden eigentlich. Ja, ich bin gespannt. Ich erinnere mich an letztes Jahr, da war das noch ein bisschen anderes Setting und wo Eiger meinte, man muss sich vielleicht überlegen, ob er die Halftime-Show vom Super Bowl sponsern möchte. Aber das nur am Rande zu Burn Rate. Ich möchte trotzdem, bevor wir vielleicht nochmal so ein bisschen auf die europäische und dann nochmal auf die deutsche Ebene schauen, kurz mit euch einen regulatorischen Ausflug machen. Jetzt gibt's ja in Deutschland im BMF angesiedelt auch das Digital Finance Forum, ehemals Fintechrat, wo du ja auch aktiv bist, beispielsweise Miriam. Und vor wenigen Tagen wurde das Zukunftsfinanzierungsgesetz veröffentlicht. Da stehen tolle Dinge drin von Mitarbeiterkapitalbeteiligungen, EWPG, also es ist richtig reichhaltig. Denkst du, das kann der jetzigen Situation auch einen Auftrieb geben? Macht es das für Startups und Fintechs vielleicht auch in der jetzigen Situation trotzdem noch mal leichter mit etablierteren Unternehmen zu konkurrieren oder ist das zu wenig? Also das muss kommen, ja. Also ich meine, es ist eigentlich schon viel zu spät. Also das hat schon ewig gedauert, weil die es nicht wissen, es geht darum, dass eben zum einen die ESOPs leichter werden, dass es eben einfacher wird in Deutschland. Es geht aber auch darum, dass Börsengänge vereinfacht werden und es geht darum, dass überhaupt institutionelle Anleger einfacher in Fonds investieren können. Und ich glaube, das hat halt bisher gefehlt. Und wenn man eben so, da muss man nämlich auch wieder den Bogen spinnen, warum sind denn so viele amerikanische und UK-Investoren in Deutschland? Warum geht es der Fintech-Szene so schlecht? Also wenn ich mir einfach angucke bei uns selbst, wir haben kaum deutsche Investoren, bis auf ein paar Ausnahmen. Die meisten VCs, die bei uns investiert haben oder überhaupt so in der Fintech-Szene, mit denen wir überhaupt sprechen, sind eben nicht aus Deutschland. Und
das ist so ein bisschen das, was auch passiert ist. Die haben sich zurückgezogen, weil manchmal sind es auch ganz krasse Beweggründe, die da passiert sind, dass dann zum Beispiel wir solche Aussagen bekommen haben, ja, Germany is in a war zone und da wollte dann auch niemand investieren. Und das finde ich schon krass, also dass eben so dieser Standortvorteil, der früher ein Vorteil war, dass der nicht mehr da ist, dass in Deutschland heute eher so mit hohen Preisen, hohe Steuer, schwierige Regulatorik, also dieser ganze Standort wird schwierig bewertet. Deshalb braucht man natürlich jetzt auch solche Initiativen wie diese ganzen Zukunftsinitiativen vom Bund. Das ist, aber das wird nicht alleine helfen. Das ist nicht, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, um ehrlich zu sein. Und der muss auch ganz, ganz dringend her, weil sonst ist, finde ich, das passiert eigentlich zu wenig und wir verlieren da eigentlich immer mehr Wettbewerbsvorteile. Und deshalb, ja, das muss passieren. Und das wird uns auch helfen. Dann gibt es ja auch noch diesen anderen Zukunftsfonds. Da wird ja auch mehr Geld reingepumpt. Trotzdem glaube ich, diese Gelder, die werden ja vor allem dann über die KfW und HTGF dann verwaltet. Ist halt die Frage, wie Risiko, ich sag mal freudig, agieren diese Institutionen gegenüber so klassischen amerikanischen VCs. Und da sehe ich eher eine Schwierigkeit. Dann ist zwar vielleicht das Geld da, aber wenn dann so investiert wird, so von nach dem Motto, okay, wann kriege ich das zurück, wie läuft das? Also auch, es ist schon sehr unterschiedlich, wie angelsächsische Investoren mit einem Start-up reden gegenüber einem deutschen Investor. Bei einem immer so ein bisschen meine Wahrnehmung eben, dass eben die Angelsachsen da viel eher so auf der Gründerseite sind, die das Unternehmen wachsen sehen möchten und beim deutschen Investor ging es eher darum, okay, wie schafft man Profitabilität und immer so mit dem Sicherheitsgurt. Das ist so ein bisschen, ich glaube, da muss aber auch ein Mindset-Shift her. Also wenn wir hier versuchen, mehr Geld hier auch in das Land zu pumpen, dann muss auch der Sicherheitsgurt etwas geöffnet werden. Also das wird so nicht funktionieren, wie es vorher war. Ich wollte gerade sagen, Nina Karo, wie seht ihr das? Ausnahmen, ja. 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 Aber seht ihr das? Also jetzt haben wir gerade gesprochen, dass, ich würde nicht sagen, es widerspricht sich, aber sozusagen jetzt gucken wir eher so auf Sicherheitsmerkmale, ist man schnell profitabel, sind wir dann vielleicht wieder zu langsam und das Geld kommt von außerhalb, weil ich glaube, ich würde jetzt annehmen, einem Unternehmen ist es relativ egal, von wo das Geld kommt, Hauptsache das Geld kommt. Und wir haben ja schon noch als Europa den Anspruch irgendwie, dass man da breiter als Fonds, als Angel mit partizipiert. Carolina, wie seht ihr das? Ich glaube, wir leiden da auch wieder sehr stark unter diesem klassischen Portfolio-Ansatz der großen Investoren, die heute die, ich sag mal, Kurskorrektur bei den großen Fintech-Investments, die sie getätigt haben, noch nicht in den Büchern haben. Das heißt, in ganz Europa ist zu spüren, als gäbe es so eine Art, wir sind überinvestiert in Fintech. So. Und dieses Jahr ist auch das erste Jahr, wo die Investments in Deep Tech und Green Tech mehr Volumen ausmachen als Fintech. Das ist total krass. Also vor allem, wenn man das auch misst an der Anzahl Unicorns, weil da ist Fintech immer noch so mit Abstand der größte Sektor, ne? Der teuersten, bewertesten Unternehmen auf der ganzen Welt. Die ganzen, ich sag mal, staatlichen Unterstützungen, mal, das Zukunftsfinanzierungsgesetz ist ja nicht nur Fintech, ne? Das geht ja, sagen wir, alle Startups und ist auch genau richtig. Wenn man sich aber die Aktivitäten anschaut in der Politik und alles, was sozusagen über Lobbyismus stark gefördert wird, geht sehr stark, was ich gut finde, aber es leidet Fintech drunter, in das ganze Thema Climate Tech und aber auch Deep Tech. Und Fintech wird momentan so ein bisschen als das Stiefkind behandelt, sowohl von den Investoren als auch von der Politik. Und ich glaube, wir sind bei Fintech immer noch am Anfang. Ich meine, wie viele Banken und Versicherer fallen uns ein, die ihr Geschäftsmodell verloren haben, weil Fintechs an ihnen vorbeigezogen sind. Die Silicon Valley Bank Pleite hat nichts mit einem anderen Fintech zu tun, ne? Die haben die Fristentransformation nicht im Griff gehabt. Das ist eigentlich Bankgeschäft, ist ein anderes Problem. Will heißen, ich glaube, wir müssen ganz viel noch in Fintech tun. Und ich finde auch, was zu wenig diskutiert wird, sorry, jetzt rede ich zu lange, ne? Noch ein Punkt. Was zu wenig diskutiert wird, ist eigentlich, wie stark das Thema Fintech auch auf die ESG-Kriterien einzahlen kann. So, und zwar auf das S-Thema, nämlich den Social-Aspekt. Ein Teil des Zukunftsfinanzierungsgesetzes ist ja auch, dass unsere Altersvorsorge endlich mal aufgeräumt wird, anstatt dass wir irgendwie mit hohen Provisionen teure Lebensversicherungs- und Rentenversicherungsprodukte kaufen, sollten doch eigentlich unsere ETF-Sparpläne, die nämlich die richtige Altersvorsorge darstellen, steuerlich begünstigt werden. Und
na, da tut die Lobby alles dagegen, weil die Versicherer ja weiter gern verdienen wollen und die ganzen Makler und Agenten dahinter. Das heißt, Fintech hat aus meiner Sicht auch sehr viele gesellschaftliche Aufgaben. Du kannst den Climate-Tech-Effekt nicht so messen, aber ich finde, auf der Social-Seite und auf der Governance-Seite kann auch viel getan werden. Und das wird momentan gar nicht diskutiert, was super schade ist. Und deswegen fließt auch wenig Geld da rein und auch wenig Aufmerksamkeit und Unterstützung. Ich darf da kurz Eigenwerbung machen. Meine sehr geschätzten Kollegen Lukas und Gustav schreiben dazu gerade ein Papier und ich stimme dir zu 100% zu. Ich glaube, diese gesellschaftliche Komponente muss man betrachten. Wir sprechen nachher noch zu ESG-Investments und im Endeffekt Geld hat ja keine Masche, aber man kann Gutes damit tun. Aber vielleicht noch einen Schritt zurück, Nina, ich möchte nochmal das Thema Risikoaversität aufgreifen. Wie schätzt du das ein und vielleicht auch der Appell von Miriam an der Stelle, öffnet die Geldtaschen? Also wir sehen das natürlich anders, weil wir aber auch einer der Ausnahmen, glaube ich, sind in Deutschland. Also wir sind ja seit 26 Jahren aktiv, sind einer der ersten VC-Funds gewesen und haben auch immer eine sehr, sehr hohe Risikobereitschaft gehabt. Also wir sind in Startups investiert wie ESA Aerospace, die quasi so ein europäisches SpaceX bauen und wirklich Raketen. Ich glaube, da trauen sich wenig Funds ran in Deutschland und wir glauben immer sehr stark an dieses pure Upside-Potenzial und nur so funktionieren eben auch unsere Funds. Deswegen sind wir auch meistens Lead- oder Co-Lead-Investor und haben dann eben auch ein Shareholding, was uns erlaubt, diese Wetten einzugehen. Und wenn dann ein, zwei Erfolge wirklich sehr, sehr groß werden, dann zahlt sich das eben auf den Fund zurück. Also wir haben so ein sehr, würde ich sagen, klassisches amerikanisches VC-Modell. Aber es gibt natürlich viele Funds, die anders aufgestellt sind, die vielleicht mehr Family Office-Gelder verwalten oder also so ein bisschen konservativer sind. Und das stimmt schon, vor allem im Growth-Bereich sehe ich eine ganz starke Lücke immer noch in Deutschland und Europa, dass da eben Risikobereitschaft ist bei den Funds. Wie kriegen wir die geschlossen? Also ich habe das Gefühl, das kann man ja auch nicht mit gesetzlichen Vorgaben. Man kann es erleichtern, aber sozusagen jemand muss es dann noch machen. Aus Gründerperspektive, würdet ihr euch mehr Geld aus Europa auch für Later Stage wünschen? Ja, also sag mal, ich glaube, wir müssen so ein bisschen, ich denke manchmal, wir müssen die deutschen Unternehmer bei ihrer Ehre packen und auch mal sagen, okay, anstatt dass die jetzt in die PE-Fonds investieren, sollen sie vielleicht mal direkt in Startups investieren. Wir haben ganz, ganz viele großartige deutsche Familienunternehmen, die sich auch manchmal auch schwer damit tun, vielleicht überhaupt zu Startups in Nähe zu entwickeln. Und ich glaube, da liegt im Moment viel Geld und hier könnte man vielleicht auch viel gemeinsam machen. Also, dass man diesen Hebel mal versucht zu ziehen und da vielleicht auch mehr Kommunikation in diese Richtung zu betreiben, weil ich glaube, viele wissen das gar nicht. Also ich war in den letzten Wochen auf einer Veranstaltung, da waren ganz viele, ich sag mal, traditionelle Unternehmer aus der in Anführungsstrichen alten Welt und ich habe sehr viele Gespräche geführt über was ist eigentlich genau ein Fintech? Wie funktionieren die Startups? Wären das vielleicht Möglichkeiten, mal eine ganz andere Asset-Klasse zu haben, da zu investieren? Und vielleicht ist das auch etwas, was wir mal anfangen müssen. Ich meine, wenn wir uns die Geschichte von Deutschland angucken, nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich ein Land komplett neu aufgebaut, neu erfunden. Das wurde damals von Banken finanziert. Die Banken haben aber damals Maschinen finanziert, aber das war irgendwie ein eigener Kreislauf. Und all das, die Großen, bis auf wenige Ausnahmen, ich meine, wir haben ja ein paar wie ihr VCs, aber es gibt nicht so viele große VCs in Deutschland oder in Europa. Seid ihr da? Ja, und wenn man das einfach mal anguckt, leider, und wenn es dann ums richtig große Geld geht, gegangen ist, oder alle großen, wirklich die ganz großen Startups in Deutschland, die sind nicht mehr in deutscher Hand, also was das Geld angeht. Und das kann doch eigentlich nicht sein. Und das meine ich nur damit, bei den Unternehmern, bei der Ehre packen, auch mal sagen, okay, ich will doch irgendwie meinen Erbe hier weitergeben. Und wie kann man da vielleicht etwas tun, dass dieses Geld nicht abwandert aus Deutschland, sondern dass es vielleicht in Deutschland bleibt? Das fände ich auch mal, ich sag mal, einen wichtigen Punkt, mal darüber nachzudenken. Wie können wir eigentlich das Geld hebeln und da vielleicht auch mehr Unternehmergeist auch zünden? Das ist nämlich auch ein Problem in Deutschland. Absolut. Vielleicht Nina, Caro, daran direkt anschließend.
dürfen wir uns da vielleicht auch auf einen Generationenwechsel freuen? Also gerade wenn wir die Familienunternehmen angesprochen haben, da übergeben viele jetzt an die nächste Generation. Ja. Ihr seid da näher dran, ist da was möglich, was in dieses Zielbild vielleicht geht? Ja, also ich gebe Miriam 100% recht. Ich glaube, es ist viel Kommunikation und so Education, weil am Ende des Tages sind ja die Returns sehr stabil und die Asset-Klasse ist gar nicht so risikobehaftet, weil es eben immer ein Portfolio gibt, was sich ausgleicht. Und ich glaube auch, dass wir als Deutschland nur eine Zukunft haben, wenn wir eben diese Digitalisierungswelle miterleben und eben auch das Kapital dort reinfließt und eben auch die Unternehmen und Familienbetriebe und so weiter sich daran orientieren müssen und dann auch mitlernen können, wenn sie eben investiert sind. Also ich sehe da eine Riesenchance und es gibt natürlich auch viele gute Beispiele, aber ich glaube, dass auch viele noch gar nicht so das Wissen haben und das immer noch so abstempeln als sehr, sehr risikobehaftet. Den größten Hebel sehe ich wirklich darin, dass wir ähnlich wie in anderen Ländern, da sind die Growth-Fonds, da kommt das Geld von den großen Pensionsfonds, ja. Versicherungen und Versorgungswerken, ja. Wie die bei uns heißen. Und wir haben unsere wunderbare Regulatorik, die genau diesen Unternehmen das Investment in Venture und Private Equity unfassbar schwer machen und auf einen ganz minimalen Prozentsatz im kleinen Einstellungsbereich einschränkt. Und genau das muss gelockert werden, weil wie kommt so ein Growth-Fonds zustande, indem du halt 10 Investoren hast, die jeweils 100 Millionen und plus da reinbuttern. Wir werden in Deutschland nicht viele Unternehmen in der familiengeführten Hand haben, die diese Beträge machen können. Die es machen können, machen es heute schon. Die sind in den Early Birds und wie sie alle heißen, investiert und in den Cherries. Und das ist auch hervorragend. Und jetzt gucken wir mal, dass der Max Fiesmann noch mehr macht. Ja? Jetzt kann er ja. Also ich glaube, das sind genau solche Vorzeigeunternehmen, die das machen können. Aber die richtige Kohle liegt bei den großen Asset Managern. Ja. Da, wo heute unsere Rente liegt, die nicht verzinst ist, weil die alle hier nur in irgendwelche Staatsanleihen dürfen. Jetzt gibt es da Gott sei Dank wieder ein paar Zinsen drauf. Das ist aber noch nicht mal ausreichend, um die Inflation auszugleichen. So, also es ist eigentlich so ein vicious circle. Mit einer kleinen Regulatorik würden wir es schaffen, dass die unsere Rente besser investieren, wir in Venture investieren, wir damit Growth finanzieren könnten und all diese großen Wachstumsunternehmen hier in Europa zu einer Wettbewerbsfähigkeit und Skalierung bringen könnten. On that note müssen wir eigentlich nochmal Fabio De Masi hier in der Runde zu uns holen, weil ich glaube, es ist echt gesellschaftlich, politisch nicht einfach, auch wenn es die Appelle gibt, gerade bei den Versicherern, das ist ja auch nicht neu, das diskutieren wir seit Jahren und versuchen wir, glaube ich, auch, dass Bewegung reinkommt. Mit Blick auf die Uhr, ich möchte nochmal so ein bisschen einen Outlook machen oder vielleicht auch euch als Expertinnen anzapfen, was man jetzt tun kann. Wir haben ja schon gesagt, zum Gründen gibt es nie den richtigen Zeitpunkt. Vielleicht ist es jetzt ein guter. Aber was ist eure Einschätzung? Gibt es gewisse Trends? Wir sind in Deutschland beispielsweise im B2B-Markt sehr stark. Ist vielleicht jetzt eher besser, ein B2B-Startup zu gründen als ein B2C-Startup, das vielleicht kapitalintensiver ist? Was wären so ein paar Tipps, die ihr jetzt Leuten, die auch hier drinnen sitzen, die gerade am Start sind oder vielleicht selber überlegen, an die Hand geben würdet? Miriam, ich fange wieder bei dir an. Also im Fintech-Bereich würde ich im Moment auch B2B-Infrastruktur empfehlen, also dass man in diesen Bereich geht. Das ist Consumer-Facing-Produkte sind im Moment eher schwieriger, glaube ich, also wenn man sich das jetzt überlegt. Aber es ist natürlich immer auch komplexer und da ergeben sich auch wieder neue Möglichkeiten. Ich glaube, wenn man gerade wenn man aus der Branche kommt und Prozesse sieht, die man verbessern kann, ich glaube, dort kann man relativ viel machen. Und das finde ich schon interessant, weil wir sehen ja, oft sind so die Prozesse sind zum Großteil nicht automatisiert. Und oft sind so kleine Stückchen, die wir da rauspicken können, die wir zum Beispiel gut automatisieren können. Ich habe zum Beispiel auch selbst in den Fintech investiert. Die machen Infrastruktur, um bessere Payouts zu machen. Ja, das ist also im Prinzip auch so ein nischiges Thema. Aber die haben jetzt auch sehr gutes Funding bekommen. Und es war gar nicht so schwierig, weil die haben halt auf der einen Seite dann auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, wenig Risiko. Ja, die schleppen kein großes Kreditbuch mit sich rum oder da ist kein Ausfallrisiko, da geht es halt nur um reine Infrastruktur. Also wenn ich jetzt heute gründen würde, dann würde ich mir schon überlegen, welche Infrastruktur kann ich richtig gut machen. Ja, aber auf jeden Fall im B2B-Bereich.
in der Nische im B2B-Bereich. Wir haben ja heute Abend auch unsere Startup-Pitches, auf die ich mich schon sehr freue. Nina, aus deiner Brille. Ja, also ich sehe das auch so. Also wir haben auch die letzten 2,5 Jahre bei Earlybird vor allem im so Fintech-Infrastrukturbereich investiert, mit Unternehmen wie Upvest und so weiter. Und da sehe ich viel Potenzial. Ich glaube aber auch im Consumer-Bereich kann man spannende neue Modelle finden, wenn man eben die Akquisitionskosten im Rahmen hält und nicht zu sehr abhängig wird von externer Finanzierung. Also wenn man eben zum Beispiel integriert oder über Partnerschaften an Kunden kommt, dann kann sich da auch wieder eine neue Welle ergeben mit sehr, sehr spannenden Modellen. Also ich glaube, wichtig ist einfach, dass man nicht zu abhängig wird und zu viel Geld verbrennen muss. Und dann hat man aber eine sehr gute Ausgangslage, auch an tolle Talente zu kommen. Und ich habe auch das Gefühl, für im Early-Stage-Bereich gibt es immer noch sehr viele solcher Runden, die gar nicht so schwierig zusammenkommen. Ja. Natürlich auch Embedded Finance. Also ist natürlich auch das, was wir meinen. Es geht natürlich darum, dass man eben auch Teilbereiche automatisiert, Teilbereiche auch in Plattformen reinbringt und so weiter, wo man selber nicht irgendwie eine Marke oder ein Brand baut. Ja? Und im Idealfall Leute bedient, die noch nicht bedient sind. Genau, so aber da gibt es eben auch noch, es gibt noch viele nischige Themen. Ne? Und ich glaube, da ist noch relativ viel, eben, was man machen kann. Ich möchte noch einen Punkt mitnehmen und vielleicht direkt an dich, Caro. Wir haben jetzt viel, ich glaube, das ist aufgrund der jetzigen Situation viel über Financials gesprochen. Wir müssen irgendwie Unternehmen aufgestellt sein. Schaut man eigentlich noch auch auf das Team, auf die Idee? Sollte man das nicht auch machen? Weil ich habe auch immer so diesen Spruch, gerade aus dem amerikanischen Bereich, man investiert in erster Linie in Teams, Product and Financial second. Verlieren wir das gerade ein bisschen aus dem Blickfeld und siehst du da auch eine Gefahr, dass wir uns irgendwie auf Excel-Listen, aber nicht auf die Menschen dahinter versteifen? Würde ich sagen, in dem Early-Stage-Bereich überhaupt nicht, weil da ist meistens das Team das Einzige, was man so richtig anschauen kann. Der Rest ist irgendwie eine Arbeitsprobe. Ne? Also ist das Geschäftsmodell gut durchdacht und gut durchgerechnet und hat man da die Wettbewerber gut analysiert und ein USP definiert, der verteidigbar ist und funktionieren kann. Ne? So. Aber im Wesentlichen geht es ums Team. Und ich glaube schon, dass wir jetzt in dieser Krise bei den bestehenden Teams gesehen haben, wer das Zeug hat, die Resilienz an den Tag zu bringen, in der Lage ist, die Kosten runterzunehmen, aber das so gut mit dem Team gemeinsam macht und kommuniziert, dass die Top-Leute auch bleiben. So, und das zeigt schon nochmal, wie krass wichtig das Thema Führungsfähigkeit und Unternehmenskultur für den nachhaltigen Erfolg ist in der Startup-Szene. Und leider ist das Thema Führungsqualität in der Fintech-Szene nicht mit Gießkannen verteilt worden. Also könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber es ist nun mal eine Branche, die zieht Leute an, die gerne gründen, weil sie damit schnell reich werden wollen. Es gibt wenige Fintech-Gründer, die diesen Purpose des Geschäftsmodells so leben, so ausstrahlen, dass sie Menschen hinter sich versammeln können, egal wie scheißhart gerade die Situation ist. So. Und das zeichnet aber einen tollen Gründer oder Gründerin aus. Und ich glaube, das ist umso wichtiger jetzt. Und deswegen hoffe ich, dass wir alle darauf jetzt stärker achten. Auf einer persönlichen Ebene, ich kann das nicht mehr als unterschreiben, aber dann jetzt vielleicht ein bisschen böse Gegenfrage. Ist es dann aber für euch als Investorinnen, die alle irgendwie unterwegs seid, nicht einfach in bestehende Teams oder in Menschen zu investieren, wo ihr wisst, die haben schon dreimal was hochgezogen, zweimal erfolgreichen Exit. Beispielsweise jemand wie ich, der so zero Erfahrung hat mit dem Gründen, wie komme denn ich an Geld bei euch? Weil ihr müsstet ja meinen größten Vertrauensvorschuss mir gegenüber bringen als jemand, der das eben schon seit Jahren macht. Also ich glaube, man achtet eh viel mehr auf so Soft Skills als auf vorherige Erfahrungen oder dass man Experte ist in einem Bereich oder Expertin, weil man eben Teams baut und dann auch diese Expertise reinholen kann. Also wir sehen eigentlich ganz oft ganz, ganz junge Gründerinnen oder Gründer, die eben super viel Drive haben und ganz große Unternehmen aufziehen. Und gerade wenn man so die deutschen Unicorns anschaut, gibt es da sehr, sehr viele Beispiele.
Und natürlich ist ein Serial Entrepreneur leichter, sozusagen dem Geld zu geben oder der, weil man einfach so ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt hat. Aber also es ist gar kein Ausschlusskriterium, wenn man keine Erfahrung hat. Ich glaube auch, du hättest eine gute Chance. Also du kannst ja gut pitchen. Wenn du eine gute Idee hast. Ja, und Caro, du würdest es auch unterschreiben. Na, ich bin sogar bei Leuten, die jetzt mehrfach gegründet haben und dann noch erfolgreich verkauft haben, bin ich eher sogar skeptisch, weil okay. Ich mich frage, wie hungrig sind die eigentlich noch? Mhm. So, also weil für viele ist der Antreiber die finanzielle Unabhängigkeit. Wenn die einmal erreicht ist, bin ich dann wirklich bereit mit einer neuen Gründung, wo ich wieder die Dinge neu lernen muss, neu machen muss. Na klar, habe ich eine Menge Learnings. Ne? Und ich mache vielleicht nicht alle Fehler, aber ich mache wieder neue Fehler. So. Oder der Markt dreht sich und ich kriege jeden Tag auf die Fresse, wenn ich gründe. Das ist einfach das Schlimmste, was man machen kann, wenn ich gründe. Auch wenn ich selber so viel gemacht habe. Ne? Es macht Spaß, aber es ist echt das Schlimmste, was man machen kann. Wirtschaftlich auch keine kluge Entscheidung, weil wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es erfolgreich wird? Das heißt, wie hungrig bin ich eigentlich noch, wenn ich finanziell unabhängig bin? Und da gibt es genug Beispiele, die sich dann von einem tollen Jobangebot, hier Deutsche Bank zahlt die 800.000 Fixum, weggelockt haben lassen, weil das dann spannender war, als nochmal durch so eine harte Gründung zu gehen. Also ja. Deswegen die jungen, ja. Hungrigen, ja, die eben noch nicht auf diese Unabhängigkeit schauen können, da habe ich das Gefühl, ist die Motivation und der Drive größer. Also oder? Kann man sagen, mit Hunger und Potenzial für Leadership kommen wir hoffentlich aus der Krise. Ich freue mich auch, ich mache wieder Werbung für Nachmittag. Wir haben mit Jess und Jessica am Nachmittag nochmal zwei spannende Fintechs am Start, die ein bisschen geschiftet haben. Wir quatschen gleich noch weiter. Ich sehe hier schon rot blinkende Uhren. Ich danke dir, Caro, Nina, Miriam, hat viel Spaß gemacht und den anderen noch viel Spaß im weiteren Programm. Danke.